Pyro-Party im Pott. Ja, so feiern die Dortmunder Fans und die Dortmunder Spieler zusammen den Derby-Sieg bei Schalke 04. So ja auch das Ergebnis, 4:0 Auswärtssieg. Party, Party, Party und Tristesse, Tristesse, Tristesse auf der anderen Seite. In Blau, naja, mehr als Tristesse sogar. Keine schönen Bilder, die wir da gesehen haben. Sowohl Fans vor dem Stadion, die ins Stadion eindringen wollten. Einer hat es tatsächlich geschafft, wurde dann von den Sicherheitskräften zurückbeordert. Und vor allem einen kleinen Hotelsturm haben wir da erlebt. 25 Fans sind vor dem Spiel, vor dem Derby, in das Schalke Mannschaftshotel eingedrungen. Darüber gilt es heute zu reden. Leider nicht nur über das Sportliche, sondern eben auch ganz speziell über diese Vorkommnisse. Das tun wir, wie es sich gehört, bei Reif ist live mit Marcel Reif. Ja, Herr Reif, lassen Sie uns direkt starten mit dem Derby. Ich glaube, sportlich können wir das in der Tat relativ schnell abhaken. Das hat uns alle nicht wahnsinnig überrascht, dass Dortmund dort so souverän auftritt gegen mal wieder desolate Schalke. Aber, und das ist das Entscheidende, darüber möchte ich mit Ihnen heute viel reden, möglicherweise doch entscheidend, wenn man sich vorstellt, dass, und wir haben die Bilder gesehen und sehen sie jetzt auch noch mal, Fans vor dem Spiel ins Mannschaftshotel, das ist ja eigentlich das Allerheiligste neben der Kabine, tatsächlich eindringen, um da Druck auf die Spieler auszuüben. Irre Vorgänge, oder? Ja, das hat es ja schon ein, zwei, dreimal gegeben. Dann mussten Mannschaften ihre Trikots abgeben in der Kurve, dann manche Kapitänsbinde abgeben und solche Dinge. Ja, ich war nie ein großer Verfechter, dass man den Ultras die Hand zu sehr gibt und ihnen sie in dem Glauben lässt, sie bestimmten im Club, was geht und was nicht geht, und sie setzen die Maßstäbe, denn sonst kriegen wir diese Maßstäbe. Das bei aller Liebe und bei aller Enttäuschung und bei allem Schmerz auf Schalke, aber das hat mit Sport da nichts zu tun, wenn du da hingehst. Und sie sind ja nicht hingegangen, um ein Gespräch zu führen, sondern es ist dann zum Glück über Gespräch gegangen. Aber das ist dann schon ein Aufmarsch, um ja, Druck auszuüben. Und Druck haben die genug. Erstens mal, also mal das Sportliche, mal ganz, ob die Mannschaft auch noch zusätzlichen Druck von Ultras braucht, die im Hotel auftauchen, geschenkt. Nein, das ist schon ein anderer Druck. Das ist schon bedrohlich. Und das hat für mich im Sport aber nur überhaupt nichts verloren. Überhaupt. Das Zitat, was wir von Schalke Verantwortlichen gehört hatten, sie hatten nicht den Eindruck, dass die Fans, ich nenne sie Chaoten, gestern habe ich mich sogar zu dem Wort Arschloch hinreißen lassen, ich sage es nochmal, für mich sind es Arschlöcher, die sowas machen, kam nicht in friedlicher Absicht, so war das Zitat, also möglicherweise tatsächlich bedrohlich. Lassen Sie uns mal ein bisschen versuchen, in die Köpfe dieser Menschen einzutauchen. Wir kennen die Bilder aus Amerika, aus Washington, die wir da gesehen haben beim Sturm des Kapitols. Da waren es deutlich mehr und es war sicherlich noch deutlich bedrohlicher. Aber nichtsdestotrotz ist diese Selbstwahrnehmung dieser Menschen zu glauben, ich kann in einen geschützten Bereich eindringen, weil ich Fan oder Anhänger von irgendetwas bin und Leuten so massiv ja, tatsächlich drohen, das ist doch Wahnsinn. Das ja. Gab es doch vor 20 Jahren in der Tat in der Form noch nicht, oder? Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich haben wir es nur nicht übersehen und es war nur nicht Thema dann in der Öffentlichkeit. Das ist Hausfriedensbruch, das ist Bedrohung und da gibt es, glaube ich, Strafrechtstatbestände. Der nächste Punkt, wo ich immer allergisch werde, wenn es heißt, ja, das ist ja im Stadion und da gelten dann doch schon ein bisschen andere, da muss man doch schon anders, gar nichts muss man anders. Weder das Stadion noch das Hotel der Spieler ist ein rechtsfreier Raum und das geht nicht. Ich finde, da muss dann auch eine ganz normale Rechtsstaatlichkeit greifen und auf Schalke, gut, also was soll man jetzt machen? Psychoanalyse, die ist doch ganz schnell gemacht. Ein Club, der mit Champions League Kader, mit Champions League Ambitionen, mit Champions League Träumen, mit einer Wahrnehmung von wir sind eine Riesennummer, jetzt in die zweite Liga abschmiert und zwar unaufhaltsam. Dass das bei Menschen, die auf Schalke vielleicht, und das meine ich jetzt wirklich eher mit Charme, die weniger denken als fühlen. In dem ganzen Raum dort denkt man eher, als dass man, fühlt man eher, als dass man denkt. Dass das dann ein fürchterlicher Schmerz ist, für mich zu viel, weil so viel kann der Fußball gar nicht bedeuten, finde ich. Aber gut, ich will niemandem vorschreiben, wie er mit den Dingen umgeht. Aber dass das dann zu Überreaktionen führen kann und dass da oben das letzte bisschen Ganglienklicken aussetzt, kann ich noch nachvollziehen. Nur da muss man eine Grenze ziehen. Da muss der Club sagen, pass auf, Freunde, wer war das?
Das geht, das raus. Da will ich einmal ganz kurz eine, Herr Reif, weil ehrlicherweise habe ich das komplett von Schalker Verantwortlichen vermisst. Der Kollege Schneider als Vorsitzender hatte sich dann danach hingestellt und hatte gesagt, ja, man hat die Polizei auch nicht gerufen. Das wäre nicht förderlich gewesen für die Vorbereitung des Spiels, dass man die Polizei bei solchen Sachen nicht ruft. Das meinte ich mit Rechtsstaatlichkeit. Das ist doch Wahnsinn. Wenn ich dann sage, pass auf, hier gelten nicht die Gesetze, die zwischen uns beiden gelten. Also wenn Sie in deinem Hotel sind und ich komme und sage, so, pass auf, raus, komm raus jetzt, sonst gibt es hier richtig auf die Mütze. Oder bleib drin, da gibt es drinnen auf die Mütze oder sonst irgend sowas. Und wir lösen, und Sie dann nicht sagen, so, pass auf, irgendjemand muss doch hier mal dem Herrn sagen, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja. Wie gesagt, das ist, dann kriegt das so eine eigene Melange und aus der entwickelt sich beim nächsten Mal der nächste Schritt. Deswegen, nein, es gibt eine Grenze und diese Grenze muss man immer ziehen. Nicht an Schalke jetzt nur festmachen, das ist anderswo ähnlich. Nein, haben wir anders auch. Wir sind auch alle verdächtig, die Hand zu sehr geben oder den kleinen Finger und sich dann wundern, dass schwupp das ganze Hähnchen verschwunden ist und dass Menschen glauben, sie sind der Fußball. Der Fußball ist erstmal mit sich selber völlig ausreichend beschäftigt. Und die anderen kommen und man ist da mit Herz und mit was weiß ich allem dabei. Das kann aber nicht sein, dass daraus entsteht ein Machtanspruch, der dann so ausgeübt werden soll. Und das wirklich, da gilt es nicht nur den Anfängen zu wehren, denn wir sind über die Anfänge raus. Da gilt es jetzt sehr bald zu sagen, pass auf, nee, Schluss, aus. Eine kurze Ja- oder Nein-Antwort, weil wir noch 30 Sekunden haben. Ein bisschen sportlich würde ich noch werden. Der einzige Vorteil bei Schalke ist natürlich, dass sie jetzt schon eindeutig die Planung für die zweite Liga machen können. Terodde, Burgstaller und Bielefelds Klos. Sollte Schalke an alle diese drei rangehen, dann hätte man 60 Zweitligatore schon sicher. Naja, und die abgebenden Vereine haben auch nichts Besseres vor, als Schalke dann noch mehr zum Favoriten zu machen in Liga 2. Sie werden völlig umdenken müssen. Und sie werden sich, und das mal egal mit wem, sich als Zweitligist wiederfinden müssen und nicht als verehrter Erstligist. Sonst droht ein Schicksal wie im Norden. Im einen oder anderen wohl prominenten Traditionsclub. Wenn wir über das Derby reden, müssen wir auch oder wollen auch über die Sieger reden und über Bilder, die wir auch gesehen haben. Also natürlich war die Laune bei Borussia Dortmund und den Anhängern deutlich besser. Allerdings, es gibt offensichtlich kein gelbes Pyro. Also man hat jetzt Pyro-Party gefeiert. In Rot, in Bayern-Rot. Obwohl, da sehe ich gerade sogar das erste Mal tatsächlich ein gelbes Pyro. Nichtsdestotrotz, Party. Trotzdem Bilder, jetzt mal Corona weggelassen. Aber trotzdem, irgendwie das Herz ist doch, schlägt doch etwas schneller, wenn man da die Spieler auch sieht, dass tatsächlich so ein 4-0-Sieg relativ leicht und locker bei Schalke dann noch solche Emotionen rausholt, oder? Ja, die Emotion ist ja auch richtig. Aber das eine hat Ihnen nicht gefallen, das gefällt Ihnen jetzt eher. Nein, auch hier gibt es ganz bestimmte. Hier sind die Absichten halt Freude, Spaß die und Überschwänglichkeit. Gut, aber am Ende zählt das, was da passiert. Und da ist kein Hygienekonzept dahinter. Und insofern, das dürfen normale Menschen nicht, Vorsicht. Denn ja, das kriegen wir ganz schnell. Diese Bilder sehen auch Leute, die sagen, ihr mit eurem durchgeknallten Fußball. Ihr dürft Dinge, die wir nicht dürfen. Und dann, das macht ihr dann daraus. Also, ja, Emotion, aber, und die Dortmunder haben auch für so pflichtschuldigst reagiert und absolut gesagt, das ist nicht zu tolerieren. Ja, das ist richtig, gut. Komm, lassen Sie uns über was Schönes reden, über Fußball und über ein Foto, über ein Bild, über ein Tor, wie gemalt tatsächlich. Und wir wären ja nicht bei der Bild, wenn uns nicht nette Wortspiele einfallen würden. Erling Haaland, wie Michael R. Jordan, so stand er in der Luft. Eine Hangtime, die wir tatsächlich sonst nur von Michael Jordan kennen. Da, für mich immer noch der größte Sportler aller Zeiten. Der Vergleich, was die Hangtime angeht, den dürfen wir schon ziehen, oder? Ein irres Tor. Bitte sehr. Ja? Ja. Der ist geschenkt. Ja. Nein, aber das ist doch klar, so ein Tor siehst du nicht alle Tage. Da will jemand etwas und er kann es sogar. Und das ist schon bemerkt. In der Tat, wenn man sich die Entstehung da anschaut, er liegt ja schon in der Luft, gefühlt quasi schon, bevor die Flanke überhaupt kommt. Also den wollte er auch genauso machen. Ja, lassen Sie uns über das Naturphänomen Haaland tatsächlich noch einmal reden. Wir haben ein paar Zahlen vorbereitet. Zahlenpornos lieben wir hier bei nicht nur bei den Kollegen in Nürnberg, sondern auch bei Bild dann hin und wieder. Und schauen wir mal rein, von wo Erling Haaland seine 43 Tore in 43 Spielen, man muss sich das immer wieder vor Augen führen, bisher erzielt hat.
erstmal total spannend. Ist doch eigentlich recht leicht, wenn wir uns die Statistik anschauen. 35 Tore mit links, also ist es doch leicht, ihn zu entschlüsseln. Nehme ich ihn einfach aus dem Spiel, dass er mit links nicht schießen kann, schießt er keine Tore mehr. Ja, ja, und deswegen kann man ja auch andersrum, wenn man dem Jungen was Gutes tun will, sagen, so, und jetzt übst du mal ein bisschen mit rechts, junger Freund, weil wenn das nämlich passiert und die Verteidiger sich darauf einstellen, gegen den einstellen, na gut, aber wenn es dem einen oder anderen gelingt, ihn am Linksschuss zu hindern, und manchmal kommen die Bälle auch so, dass du mit links nicht verwandeln kannst. Insofern, da hast du noch genug Potenzial nach oben. Und apropos oben, hier mit Erling, großartig. Das ist ein miserabler Kopfballspieler für seine Größe. Ja. Das sagt er von sich selber. Nicht nur, weil er hier die Tore so nicht gemacht hat, aber auch sonst. Er sagt, da muss er noch eine Menge dazulernen. Und dann ist er komplett. Und dann allerdings... Da möchte ich kein Abwehrspieler sein. Und dann ist die Frage, ob 100 Millionen sich entgegenzustellen. Ablöse, die ja korportiert werden, die als festgeschriebene Ablösesumme aufgerufen werden sollen, 100 Millionen dann noch ausreichen. Ich möchte einmal noch mal auf die Statistik gehen, auf die gleiche, die wir gerade gesehen haben. Weil es ist schon auffallend, Sie hatten gesagt, Kopfballspiel, rechter Fuß. Und wir sehen ganz unten da am Bild dran eine 1. Das ist der einzige Treffer außerhalb des Strafraums, den er erzielt hat. Also bisher habe ich ihn auch noch nicht als Freistoßschützen großartig wahrgenommen. Aber wenn er das jetzt auch noch drauf bekommt, also das ist ja unglaublich bei so einer Quote, aber er hat ja wirklich noch Verbesserungspotenzial offen. Ja, aber warum soll der von außerhalb des Strafraums schießen? Weil er kommt ja in den Strafraum. Das ist ja das. Wenn der anfängt zu laufen, kommt er bis in den Strafraum. Also der erstens ihn auch faulen wird zunehmend schwieriger. Wie hat man Marc van Bommel gesagt, als sie in Barcelona die Bayern eine gezogen gekriegt haben, wir wollten sie ja faulen, wir haben sie bloß nicht gekriegt. Immer wenn wir wollten irgendwas, waren die schon weg. Nein, also er ist noch nicht mal ein Fauler, in Anführungszeichen. Nee, der ackert richtig ordentlich mit. Strafraumstürmer, ja. Der sich da vorne reinstellt und sagt, mit dem Ding oder ich bin böse. Sondern der rennt ja die 50 Meter, macht er ja mit den Kollegen. Also das ist schon wirklich eine Naturgewalt. Plus eine Technik, plus, der hatte kürzlich, so, weil die Dortmunder ja auch insgesamt nicht so übermäßig überperformt haben, zeitlang, hatte der ja auch selber eine Delle. Kein Tor nicht gemacht, wir gucken sofort wieder. Ein Spiel ohne Tor, oh Gott, Torkrise in Dortmund. Und daraus holt er sich so in Sevilla wieder raus und ackert für die Mannschaft und hat eine positive Ausstrahlung auch noch. Was wollen Sie noch hören? Das ist phänomenal. Und lassen Sie uns drüber reden, wo er die Tore einschlägt, weil vielleicht schaut der ein oder andere Bundesliga-Torhüter mal zu und kann daraus Lehren ziehen. Wir sehen jetzt mal die Einschläge seiner Tore. Und da fällt schon auf, ich habe das früher auch gelernt, flach ins Lange, da ist man immer gut beraten. Das macht er offensichtlich auch, aber auch da... Links ist schon ein bisschen seine Sahne-Ecke. Obwohl, es ist schon, wenn wir ehrlich sind, ist es schon relativ verteilt. Also, und vor allem, wenn Saka einschlägt, der hat ja auch einen Schuss wie ein Pferd. Ja, das ist ja das Schlimme. Wenn der will, und das ist ja wirklich, das ist das Faszinierende, dieses Tor, auch was wir da vorhin im Foto gesehen haben. Da will einer was. Wenn das halb ein bisschen nur schief geht, ist dieser Ball irgendwo im Gelände und alle sagen, was machst du denn hier für einen Zirkus? Aber der will den so machen, er kann es so machen. Ja, und deswegen, wenn die Dortmunder ihn nicht verkaufen, in diesem Sommer nicht. Diese Wette biete ich jedem an, der es hören will. Die melden sich, habe ich irgendwo anders gesagt, eher vom Spielbetrieb ab, als dass sie ihn verkaufen. Das kannst du nicht machen, weil er ist nicht nur das Tafelsilber, sondern er ist die Basis für alles, was die Dortmunder als nächstes tun wollen. Wir hätten auch schon den nächsten Spitznamen, wenn er dann irgendwann mal wechseln sollte und noch mehr verdient. Er ist dann der Erling Haaland, wenn er nach England geht. Aber den Spaß gönnen wir uns jetzt nicht weiter, sondern reden über was anderes, wo Dortmund leider nicht mehr mit dabei ist. Der Meisterkampf, ich glaube, da können wir, also die Wette wäre noch spektakulärer, wenn Sie sagen würden, Dortmund kommt zurück in den Meisterkampf. Nein, wir haben ein Duell und wir freuen uns darüber, denn plötzlich haben wir wieder Meisterschaftskampf, nur 2 Punkte zwischen dem FC Bayern und Leipzig. Hand aufs Herz, vor 2 Wochen hätten Sie noch daran gedacht, dass wir so einen Block überhaupt noch einziehen dürfen? Nö. Sie hatten mit Verlaub, hatten Sie Arminia Bielefeld vor der Brust, mit allem Respekt, zu Hause und dann in Frankfurt, ja. Aber dass du da 5 Punkte von 6 in die Luft jagst, das hätte ich nicht gedacht. Nein. Und soll ich Ihnen ein Foto zeigen von einer Bayern-Mitarbeiterin? Achtung! Die Kollegin Krüger, warum zeige ich Ihnen das Foto? Ist das möglicherweise nämlich der entscheidende Grund, warum Bayern nicht Meister wird? Die Teammanagerin des FC Bayern wird jetzt eine Zeit lang aussetzen. Breaking News bei Bild, sie ist schwanger. Und dafür gratulieren wir, wünschen ihr alles Gute mit ihrer Freundin zusammen.
hat sie oder wird sie ein Kind bekommen, also sie wird es bekommen. Jetzt wollen wir nicht zu weit wirklich glauben, dass das deswegen die Meisterschaft nochmal spannend werden kann, aber wir wollten auf jeden Fall. Die macht einen prima Job und herzlichen Glückwunsch. Und es ist ja echt nicht ganz unwichtig, sich. An ihr hat es nicht gelegen bei den 5 Punkten, okay. Da bitte ich. Und jetzt machen wir den Spaß. Ich hoffe, wir kriegen das in 24 durch. Sie waren nämlich gestern Abend so lieb und haben mal das komplette Restprogramm durchgetippt der Bayern und Leipzig. Und wir schauen mal an. Wir entscheiden jetzt, aber danach ist es aber durch, wer Meister ist. Dann ist durch. Ja, Lothar Matthäus heute in der Bild, wenig überraschend, auf Bayern getippt. Und Streich, der Rekordnationalspieler der DDR, wenig überraschend, auf Leipzig. Also insofern, es liegt jetzt an Ihnen. Wir gehen einfach mal rein. Das sind jetzt viele Spiele und viele Tabellenveränderungen. Aber ich kann Ihnen so viel versprechen, es wird spannend. Kommender Spieltag, Bayern 3-0, Leipzig 2-0. Da ändert sich an der Tabelle erstmal nichts. Dann, nächster Spieltag, 24. Da sehen wir die erste kleine Veränderung. Nämlich Freiburg-Leipzig holt Ihrer Meinung nach nur ein Pünktchen in Freiburg. Bayern gewinnt, dann wären es schon 4 Punkte wieder. Und vor allem Bayern schlägt Dortmund. Warum keine Hoffnung? Warum nicht genau andersrum? Warum kann Dortmund in München denn nicht gewinnen? Dortmund darf und kann in Dortmund gewinnen. Nur ich glaube, wenn die Bayern den Schuss jetzt nicht gehört haben, und dann wären sie gegen Dortmund ganz, das ist dann schon das erste Finale. Okay. Die haben so 2-3 vor der Nase jetzt. Ja, und da muss man natürlich sagen, die Bayern, also Finale können sie, ne? Ich meine, wer 6 Titel holt, der kann Finale. Club-WM zuletzt. Wir gehen aber weiter durch. Wir wollen es nämlich schaffen noch bis zum Ende, um die Endtabelle dann zu haben. Bremen-Bayern 2-0 und dann tippen sie schon wieder ein Unentschieden nur für Leipzig. Dann wären es schon 6 Punkte. Ich kann so viel versprechen, wir gehen jetzt nämlich direkt weiter. Sie werden noch die Spannung. Und da ist nämlich der erste Stolperer der Bayern. So sagen sie heraus. Im Südderby gegen Stuttgart nur 1-1. Und Leipzig nimmt die Hürde Bielefeld 3-0. Und dann sind es auf einmal nur noch 4 Punkte. Warum Stuttgart ausgerechnet? Weil die Bayern da wieder mal durchschnaufen müssen. Und das werden sie sich gönnen. Und Stuttgart fährt dahin und macht einen schönen Ausflug. Macht das, was sie auswärts können. Ja. Und das... Echt, ich tue jetzt so, als wüsste ich das. Sie haben mich fast aber so das weit. Ist doch, aber das, Sie das, haben mich in dem Irrsinn fast so weit. Ja, andererseits, ich meine, muss man immer wieder sagen, bei Ihren Bundesliga-Tipps vor dem Wochenende, wie gesagt, Sie haben eine Trefferquote von über 50%. Insofern gönnen wir uns den Spaß und machen weiter. Wir sind bei Spieltag dann 27 angekommen. Wir sehen Bayern, Leipzig, das ist ja quasi das vorweggenommene Endspiel. Das nächste Mit einem Remis, das würde den Leipziger nicht reichen. Das würde Julian Nagelsmann vor Wut erröten lassen. Warum ganz schnell Leipzig nicht in der Lage, in diesem Endspiel zu gewinnen? Weil es gegen die Bayern geht. Weiter. Wir machen weiter, aber es wird spannend. Bleiben Sie dran, ich sag's Ihnen, was Herr Reif prognostiziert. Nächster Spieltag. Wir haben 28. Da sehen wir nämlich, Leipzig gewinnt, Bayern gewinnt. Können wir überspringen, ändert sich an der Tabelle nichts. Wir haben den 29. Spieltag, jetzt wird es langsam die Crunch-Time. Da sehen wir, Bayern patzt in Wolfsburg und Hoffenheim wird Leipzig kein Bein stellen. Da sind es dann auf einmal wieder nur 2 Pünktchen. Und jetzt kommen wir zum 30. Spieltag. Und was sehen wir da? Spannung pur, nämlich Punktgleichstand. Also Marcel Reif prognostiziert 30. Spieltag, weil die Bayern nur 1-1 gegen Leverkusen spielen. Da hätten wir die Punktgleichheit. Und jetzt überspringen wir mal und kommen ans Endergebnis. 34. Spieltag, nämlich jetzt die große Überraschung. Und auf einmal sind 7 Punkte. Wie ist denn das dann bitte schön zu erklären, Herr Reif, dass am Ende Leipzig so die Luft ausgeht? Na, die Bayern werden ihre Spiele gewonnen haben und die Leipziger werden, ich weiß gar nicht, was sie da an Programm noch haben. Pass auf, wir tun so, als sei das im luftleeren Raum. Es läuft noch ein bisschen Champions League. Frage wird sein, verabschieden sich die Leipziger jetzt im Rückspiel aus dem Wettbewerb? Dann haben sie ein bisschen wirklich Luft und Ruhe. Die Bayern werden sich so leicht nicht verabschieden. Insofern, das kommt dann noch dazu. Und bei den Bayern kann man immer eine Münze werfen. Entweder ist es das, was sie brauchen, diesen Flow alle 3 Tage, dann aber auch richtige Spiele, wo es um was geht und nicht sich durch die Steppe der Liga quälen. Oder aber es geht ihnen, und auch sie zollen Tribut, wenn noch 1-2 Verletzungen an entsprechender Stelle, und dann haben auch die Bayern Probleme. Also ich denke, es wird spannend. Es kann auch ganz anders kommen. Das ist das Schöne. Soll ich Ihnen sagen, den Spruch? Im Fußball weiß man ja nie. Ne? Deswegen schauen wir an. Aber grundsätzlich, also die Hoffnung auch für alle Fußballfans da draußen, wenn es so kommt, dass wir am 30. Spieltag zumindest noch einen Punktgleichstand da oben haben, ich glaube, da wären wir auch schon dankbar. Die letzten Jahre sah das ja leider ganz anders aus. Insofern freuen wir uns auf Spannung. Spannung herrscht ehrlicherweise auch in Gladbach. Und das ist weniger eine Spannung, Herr Reif, die tabellarisch begründet ist, sondern eine Spannung tatsächlich zwischen Fans und Trainer.
Warum? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, der Kollege Rose hat sich entschieden, seine Ausstiegsklausel zu ziehen und am Saisonende Gladbach zu verlassen und beim BVB aufzuschlagen. Wenn man einen Blick auf die Bundesliga-Tabelle werfen würde, dann macht das erstmal keinen Sinn, aber sicherlich perspektivisch für ihn möglicherweise. Aber Fakt ist, Gladbach ist gerade in einer kleinen Ergebniskrise, 4 Spiele nicht gewonnen, darunter das Derby gegen Köln verloren, das schmerzt sehr, jetzt gegen Mainz verloren. Wie sehr wird diese Personalie Rose jetzt noch Gladbach bis zum Saisonende beschäftigen und droht da tatsächlich so eine Art Lame-Duck-Situation zu entstehen? Nur wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Ich glaube, was Rose da macht, im Übrigen bitte der keine Sekunde moralisieren. Der hat einen ganz normalen Schritt gemacht, den unser einer im Beruf auch schon mal sicher so oder ähnlich, oder zumindest vor so einer Entscheidung stand. Da gibt es überhaupt nichts zu bejammern. Und so. Dass das den Fans in Gladbach wehtut, und jetzt gehen wir wieder zurück, wie wir hier angefangen haben, da ist dann nicht nachgedacht, sondern nur gefühlt. Und das ist dann, da geht einem die Liebe flöten gerade, die haut gerade ab, weil sie einen besseren gefunden hat. Und dass das wehtut, daran kann man sich dunkel erinnern, noch auch unter einer. So, wenn der Versuch ist, so zu machen, das hat ja schon mal geklappt andersrum mit Dieter Hecking. Da hat Max Eber gesagt, wir wollen es anders machen und haben dann Rose geholt. Und Hecking war klar, Ende der Saison geht er. Sie haben es hingekriegt. Insofern träumt Max Eberl und träumen sie in Gladbach, dass das jetzt wieder geht. Träumen meine ich nicht vergeblich, sondern das ist eine wunderbare Idee. Und ich würde es Ihnen von Herzen gönnen, weil es würde das Ganze ein bisschen entdramatisieren. Und wir alle würden wieder ein bisschen die Schnappatmung aufhören. Dass sowas kann man genauso lösen. Und man geht mit dem Handschlag auseinander, man guckt sich jedes Mal wieder in die Augen. Das haben wir prima hingekriegt. Absatz. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann verlierst du gegen Köln und er rotiert. Wenn es gut, holt 6 Spieler, wechselt er aus. Wenn es gut gegangen wäre, alle gesagt, so muss man das machen mit der Doppelbelastung, mit Champions League. So. Und dann geht es schief, verlierst gegen Köln, dann sind die Gefühle nochmal, also die Liebe verlässt dich, plus es fällt dir auch noch ein Blumentopf auf den Kopf. Und das tut so bitter und aua. Und dann kommt Mainz und also gut, jetzt geht's aber los und dann kriegst du von zu Hause gegen Mainz. Und dann ist die ganze schöne Idee gut gewollt, das kleine hässliche Schwesterchen und gut gemacht. Und so, deswegen, ich weiß es nicht. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, werden sie es nicht durchziehen können, weil die Mannschaft zu viel Alibi kriegt, weil die Leute von außen zu viel Druck machen, weil wir uns hier hinstellen und das zu Recht Woche für Woche thematisieren. Also, wäre schade. Ich wünsche es ihm, ich wünsche es den Beteiligten, weil das erwachsene Menschen sind und Max Eberl macht das nicht, weil ihm langweilig ist, sondern weil der zu solchen Prinzipien steht. Und Gladbach ist da vorbildlich, aber wenn du nicht gewinnst, hilft das alles nicht. Sie haben da gerade das wunderschöne Wort Alibi in den Mund genommen. Wir hören mal, was der Kollege Rose nach dem Spiel gesagt hat. Das klingt nämlich ein bisschen wie Alibi für die Spieler. Am Ende eine Niederlage, die ich auf meine Kappe nehme, die ich verantworte, weil ich denke, alles, was die Woche passiert ist, natürlich aufgrund meiner Person dann auch stattgefunden hat. Eine Menge Unruhe. Die Mannschaft hat sehr gut darauf reagiert, hat gut trainiert, hat gut gearbeitet. Wir waren gut vorbereitet auf dieses Spiel. Aber ich denke, dass das Ergebnis uns dann natürlich heute nicht in die Karten spielt, klar. Nicht ganz schlüssig in sich. Also die Mannschaft, an der Mannschaft lässt das nicht an sich ran. Die Spieler sagen auch artig, nein, wir sind schon gut genug, wir können das. Und dann sagt er, alles, was jetzt hier passiert, auch die Niederlage nehme ich auf meine Kappe wegen der Unruhe. Also was jetzt? Das ist doch logisch. Man muss es so verkaufen. Nur er kann das nicht Woche für Woche machen. Also der Charme hat sich jetzt mit dieser Pressekonferenz aufgebraucht. Noch einmal darf er nicht sagen, weil sonst danach sagt man so, dann müssen wir aber dann das, was hier stört, müssen wir ändern. Und nochmal, hier geht es nicht, wir haben jetzt eben darüber geredet, guter Wille und das ist eine prima Geschichte. Es geht um hier Money auch. Das ist, wo landet Gladbach am Ende? Und wenn du Spiele verlierst, dann werden Ziele nicht erreicht. Und zwar nicht nur für die Fans dann romantisch, auf welchem Platz landet ihr, sondern jeder Platz, Europa ja oder nein, machen wir es mal simpel. Und wenn diese Personalie auf diese Art das dann gefährdet,
dann muss Eberl ja handeln. Hat er absolut glaubhaft versichert, Gladbach steht über allem. Nicht Rose, nicht Eberl, in der Tat. Also, deswegen, schä wär's wirklich, weil es stilbildend ist, sowas, wie ich finde. Und das tut dem Fußball gut oder täte dem Fußball gut. Aber die spielen auch noch im Pokal gegeneinander. Und da machen wir einen riesen Bohai daraus. Also Gladbach-Dortmund, er gegen seinen künftigen Club. Dann könnte es zwischen den beiden auch wirklich gehen um europäische Plätze. Total. Dortmund wird nicht mehr Meister. Das alles ist eine Gemengelage. Und da drin sollen die Jungs von Gladbach dann den weißen Trikots auch noch normal, erfolgreich Fußball spielen. Mir fehlt ein bisschen der Glaube, die Hoffnung aber habe ich. Und drücke wirklich den Beteiligten dort alle Daumen. Und wir gehen mal davon aus, dass tatsächlich der Plan von Max Eberl bis zum Saisonende an Rose festzuhalten mal aufgeht. Bisher hat der Max da solche Sachen immer sehr, sehr gut gelöst. Und das wäre Gladbach auch zu wünschen. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Rose wird ja auf einen alten Bekannten dann in Dortmund treffen, nämlich unseren Freund Erling Haaland. Die hatten nämlich schon mal in Salzburg zusammen trainiert. Und das war der Kollege Haaland kein großer Fan von Rose. Er hatte jetzt gesagt, dass er sich freuen würde, dass er dann unter seinem neuen Trainer öfters zu Potte kommen darf, als die 5 Einsätze, die er damals nur bei Salzburg und dem hatte. Also wir gehen ein bisschen schon ins neue Thema rein, aber wir gehen mal davon aus, dass auch Herr Rose in Dortmund auf Herrn Haaland setzen wird. Das spricht man gut dafür. Beraten. Ja. Gut beraten. Das ist ein möglicherweise wunderbarer Übergang, wenn Marcel Reif den Ratschläge erteilen will, kann, ja, darf, unbedingt. Muss, soll an Jürgen Klopp. Ich hätte es ja gerne vermieden, dass wir über das Thema wieder reden müssen, weil wir in den letzten Wochen öfters darüber geredet haben. Aber wenn Jürgen Klopp mal was Historisches leistet, was nicht positiv ist, das hat er in Liverpool ja schon oft gemacht, jetzt hat er leider einen Negativrekord geknackt. Das letzte Mal, dass Liverpool 4 Heimspiele in Folge verloren hat, jetzt auch noch im Derby gegen Everton, war 1923. Auf diesen Rekord hätte Jürgen Klopp natürlich unglaublich gern verzichtet. Aber das ist schon bisschen bezeichnend für das, was da gerade bei den Reds passiert. Ja, und jetzt hat sich auch noch der Kapitän wieder, der auch noch zusätzlich, muss in einer halben Stunde ausgewechselt werden, John Henderson. Sie haben eine wirklich biblische Verletzten-Misere, ja, plus oder minus noch ein paar andere Dinge. Manchester City zieht vorne weit weg. Das müssen sie erst gerade wieder lernen, dass man auch Verfolger sein darf und kann und muss in Liverpool. Es ist kein Glück und dann kommt aber auch noch richtig Pech dazu. Plus, ich glaube ja auch, dass die Mannschaft, die Verbliebenen, die restlichen Aufrechten, dass die müde sind von sehr viel Klopp, sehr viel Pushen, sehr viel Gewinnen und jetzt Meister bist du geworden, endlich nach 30 Jahren. Das ist ja auch, wenn die Bayern mal Meister werden, dann wieder und mal nicht. Das ist ja kein dieses Drama. Aber wenn du nach 30 Jahren endlich, also Schalke wird deutscher Meister, ungefähr. Dann müssen wir ein bisschen warten. Für Fans solcher Spielchen. Also, dann gewinnst du die Champions League davor. Und du machst alles richtig. Und du führst Guardiola vor. Und du führst Mourinho vor. Und allen zeigst du es. Aber mit einem Trainer, der so fordernd ist. Er kann gar nicht anders, die Mannschaft zieht mit, nur irgendwo bleiben die Körner. Und den Eindruck hat man so ein bisschen. Lassen Sie uns sie bewerten, wenn die alle wieder an Bord sind. So ein Virgil van Dijk kannst du nicht einfach nur so. Es gab jetzt eine Aussage von Graham Souness, wirklich eine Liverpool-Legende. Wortwörtlich hat er gesagt, jetzt will jeder gegen Liverpool spielen, weil sie ein leichtes Ziel sind. Also das ist dann schon eine Watschen, die man sich eigentlich nicht abholen muss. Was anderes, wir beide standen hier und ich weiß es noch, wir haben gefeiert Jürgen Klopp dafür, dass er eben die Mannschaft sowohl nach dem Champions-League-Sieg als auch nach der Meisterschaft eigentlich zusammengehalten hat. Jetzt aber die Frage, muss zwangsläufig, Sie haben es eben schon angedeutet, im Sommer ein Umbruch, und zwar ein großer Umbruch kommen, weil die Spieler mit der Klopp-Art möglicherweise nicht mehr gefordert werden können? Entweder der Trainer, so sind die Gesetzmäßigkeiten, entweder der Trainer geht oder die Mannschaft muss sich in großen, entscheidenden Teilen verändern. Und ich glaube, sie werden Punkt 2 wählen. Manchester City lehrt mich gerade eines Besseren. Guardiola, ich dachte, nach 3 Jahren Guardiola sind sie alle fertig. Aber er kriegt es jetzt gerade hin. Allerdings haben sie nichts gewonnen, längere Zeit. Und da ist noch der Hunger da, der presst sie und sie spielen irre. Also ich glaube, in Liverpool wird sich einiges ändern.
Es muss sich auch was ändern, da lege ich mich fest. In Barcelona, wir haben nicht zu Unrecht unten den Namen Messi auch noch hingeschrieben. Tja, wenn man sich gestern das Spiel anschaut, gegen Cadiz 83% Ballbesitz. Ja, das ist Tiki-Taka, so wie wir es von Barcelona kennen. Nur früher wurde Cadiz damit 5-0 aus dem Stadion geschossen. Jetzt spielt man nur 1-1, ist 8 Punkte hinter Atletico. Das Thema Messi und Barcelona, ich glaube, wir sind uns einig, sowohl für ihn als auch für Barcelona, als auch für alle, die Fußball mögen, das muss doch leider jetzt im Sommer dann endgültig beendet werden, oder? Wir wissen es nicht, weil das ist dann schon eine dramatische Geschichte, wenn ein Messi, der das Gesicht, das Herz, die Seele, alles war bei Barcelona, wenn der dann gehen täte, aber für mich spricht alles dafür. Ich glaube, im Tipprausch. Ich glaube, er geht zu Paris und wird dort mit Neymar und Mbappé einen kleinen Zirkus eröffnen. Fehlt noch einer in der Reihe und dann haben wir ihn noch drin. Spielt bei dem Zirkus CR7 noch eine Rolle? Tut sich der das nochmal an? Kein Meister, aller Voraussicht nach in Italien, da marschiert Inter. Ich glaube, Champions League braucht man nicht drüber reden. Da wird Juve sicherlich den Henkelpott nicht stemmen werden. Ja, ich habe sie immer noch auf der Rechnung. Als Titelträger? Ja. Wow, Herr Ball. Weil das das einzige Ziel ist. Und weil sie jetzt in Porto, also wer jetzt glaubt, sie seien schon draußen durch das 1-2 in Porto, liegt falsch. Die werden zu Hause alles zusammenkratzen, was sie haben. Aber auch da, das ist eine überalterte Mannschaft, nicht an Ronaldo festgemacht. Der ist und auch nicht nur an Gigi Buffon, der mit... Aber alles, was da hinten in der Abwehr rumläuft, aber das Ziel Champions League wird bleiben. Wenn das auch jetzt krachend jetzt schon im Achtelfinale weg ist und du dann nicht mal in der Meisterschaft so abschmierst hinter den Mailänder Vereinen, dann könnte ich mir vorstellen, nur ich weiß nicht, wo Ronaldo noch hin sollte jetzt. Welcher Club tut sich das an? Das verändert ja die Gemengelage. Paris kann sich einen Messi dann leisten, weil das ja insgesamt eher ein bisschen eine Zirkustruppe ist. Gestern übrigens, ja, gesehen? Nico Kovac, der vielgescholtene, also mit einer wunderbaren Leistung Monaco in Paris 2-0 gewonnen. Halleluja. Also, sehen ihn nicht lange mehr im Barca-Trikot, Messi. Das glaube ich auch nicht. Aber Kovac, wenn ich es richtig gelesen habe, heute Morgen leider nicht gesagt, dass als Anforderung jetzt genommen, wir wollen Meister werden, sondern war da leider defensiv, ne? Weil das wäre natürlich... Gegen Paris in Frankreich Meister werden. Da kannst du, also da schafft Schalke den Klassenerhalt. Und jetzt, dann kehrt Kovac zurück nach München, weil Flick Bundestrainer wird und Kovac... Wir hören auf zu... Jogi Löw geht zu Juventus. Wir hören auf. All diese Dinge. Wir haben genügend Tipps heute gemacht, Herr Ralf, das finde ich super. Und das ist ein wunderbarer Übergang. Beim nächsten Mal habe ich Pause mit Tipps, ja? Versprochen. Das muss am Donnerstag der Kollege Matthias Brügelmann mit Ihnen klären. Der wird nämlich dann hier um 14.30 Uhr bei der nächsten Sendung Ralf ist live mit Ihnen sein. Aber der Übergang zu Tipps, den finde ich super. Gehen Sie mal auf bild.de. Fußball-Lotto mal eingeben. Da können nämlich Sie so wunderbar fürstlich verdienen, wie es die Fußballer tun, über die wir immer sprechen. Bis zu 1 Million Euro schütten wir da aus. An jedem Spieltag 9 Spiele tippen. Na, wenn wir da mitmachen können, jetzt haben Sie mich. Also bitte, ich dachte, das kommt nie. Ich glaube, da Sie gar nicht fest angestellt hier sind, ich glaube, Sie dürfen das. Ich darf das natürlich nicht. Ich hätte natürlich schon längst. Nein, natürlich nicht. Ich darf das nicht, Sie dürfen das. Aber wenn ich Ihnen zeige, wie es geht, vielleicht können wir dann ja... Das wäre schön, wenn mir 20, 80, jemand 30, 70. Nein, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, für Sie ganz einfach. Die Regeln sind ganz einfach. 9 Spiele tippen. Fußball-Lotto bei bild.de bis zu 1 Million gewinnt. Das wollte ich doch nur einfach noch mal loswerden. Alles loswerden, was ihm auf dem Herzen liegt, wird Marcel Reif an gleicher Stelle, gleicher Welle. Am Donnerstag um 14.30 Uhr wieder dann hier mit Matthias Brügelmann. Vielen lieben Dank, Herr Ralf. Schön, dass Sie da waren. Sehr gern. Wir bedanken uns und wünschen Ihnen natürlich draußen das Wichtigste, nämlich Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.